Köln ist gar nicht mal so schlecht. Hast du nicht das Video von Mr. Kantafi gesehen zu seinem Umzug? Mr. Kantafi hat ein Video gedreht, in dem er gesagt hat, dass er jetzt nicht mehr livestreamen kann, weil er umziehen muss. Nein, das habe ich nicht gesehen. Und deswegen dachte ich, wir springen aufopferungsvoll in die Bresche indem und fangen an. Nach aber, Köln geht es. Aber ich, indem wir einfach samstags livestreamen. Das große Köln. Warte, warte. Guck hier, siehst du das? Bam. Das Captain America. Hoffentlich fühlt sich der wohl. Also es ist ein bisschen größer als Rostock. Hast du Captain Marvel gesehen? Noch nicht. Ich muss dazu sagen, Köln ist nicht so meine Stadt tatsächlich. Also ich fand es ganz okay. Zur GC war ich mal da, so Gamescom. Und fand es, naja, nicht eine Stadt, wo ich gerne leben würde, aber war da. Nicht so wie Mr. Kantafi das jetzt tun wird. Ich mag Köln. Naja, Leck, ich bring nur den Ton wieder, den ich selber als Eindruck habe. Was natürlich bei reinen Texten immer schwierig. Ja, ich. Und ich kenne dich jetzt auch nicht so gut, dass ich es so toll einschätzen könnte. Aber im Kanafi weiß ich schon, dass ich alles immer falsch betone. Absichtlich. Ich weiß schon, dass ich alles falsch mache. Der schießt Fische. Ja. Ja, Katar, eine Woche zu früh, aber es ist halt die Woche, wo ich hier war. Ne? Ja, und ich wusste das auch nicht. Also, ich hab's einfach nicht. Du hast es im April gesagt, aber war ich davon ausgegangen, dass mit diesem Video auch dann jetzt erstmal alles andere stillsteht. Das war ein Irrtum, das war auch meine Vermutung, aber ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe nur die Discord-Kommentare gesehen. Das ist doch hier so. Ja. Du schießt sie mit Pfeil und Bogen, also mit dem Bogen schießt er die Fische. Ja. Ja. Genau, Leck. Das sind bestimmt gefrostete Fische. Weniger stumm sein, dann wird das immer besser, wobei bin immer noch ich der Least. Das ist dementsprechend wie bei, würde ich nicht zu viel erwarten. Bei Böhmern, die haben ja mal Fischtennis gespielt, wo sie quasi Tischtennis mit gefrorenen Fischen gespielt haben. Fischtennis. Das war es auch. Da kannst du was rausziehen. Ja, zieh doch raus. Schnell. Zieh. Das Kaninchen fand es auch sehr super mit auf der Couch. Oh nein. Ah. Scheiße. Du warst ungeduldig. Ich saß auch mit auf der Couch, aber ich wurde weggescheucht. Das stimmt. Du kannst dich auch wieder hier auf die Couch setzen. Du bist ja nicht. Ja, dann sieht man mich nicht. Naja, wir können alle Kameras weiter nach. Auf mich setzen. Oh, das ist ein kleiner Meatgrinder. Hier ist halt die ganze Welt ist so geil miteinander in Vernetzung. Hinten im Hintergrund fällt irgendwo Wasser raus, dadurch drehen sich irgendwie Zahnräder, dadurch bewegt sich was. Ich frage mich so, haben die das jetzt erst eingebaut mit den Meatgrindern? Die sind gerade mit dem Schiff angekommen und haben gedacht, oh geil, wir müssen jetzt in den Dschungel ein paar Meatgrinder reinbauen. Ja. Was für ein Schiff? Das wäre das erste, was ich auch getan hätte. Jetzt Wikinger-Armee. Also welches Schiff auf dem Rücken drauf? Welches Schiff denn überhaupt? Die sind doch mit dem Schiff angekommen. Wer? Die Wikinger. Keine Wikinger gesehen. Es war aber nicht so schön, als sich jemand auf das Kaninchen gesetzt hat. Ups. Mehr Kameras auf Maggie? Nein. Wir hatten vorhin überlegt, ob wir. Oh. Ihr habt euch auf das Kaninchen gesetzt? Wir haben die Kameras verschoben und dann war das Kaninchen plötzlich nicht mehr da, wo man sich erwartet. Und dann hat sich Ikarus einfach auf das Kaninchen da gesetzt. Da sind doch Stacheln. Nee, ich glaube, da kannst du rausspringen. Das sind oder auch Stacheln. Nicht. Such's dir aus, Kantafi. Ja, du hast recht, aber es muss so sein. Aua! Ach, Cranky! Das ist ja auch das Cranky-Level! Cranky kann mit seinem Pogo-Stick auf die Stacheln springen. Das ist mir auf den Rücken umgeworfen. Also so wie, Dagobert Duck. Wow, genau wie Dagobert Duck. Schlimm, alles wird bei Mario geklaut. Oh nein, hier brauchen wir Cranky. Nee, braucht ihr nicht. Jemand kann sich auch opfern, aber so sollte das schon auch zielführend tun. Ja, hilf mir doch. Das kannst du sogar mit deinem. Ich wollte gerade sagen, spring raus! Wie lebe ich denn noch? Weil du zwei Herzen hast. Ist das nicht Instant Death? Nein. Achso, und Duken. Hab ich. Nicht erfolgreich. Schade, dass mir die Steuerung mal wieder ein Leben gekostet hat. Megabügel. Nee, nicht Megabügel, das ist auch eine konstruktive Kritik. Also ich würde sagen... Ich würde sagen, wenn ich jetzt so ein Spielebewerter wäre, so mit Prozent... Gute Nacht, Flummi. Schlaf schön. Gute Nacht, Flummi. Ich wusste gleich, dass du noch dabei Hände warst. Hände über die Bettdecke. Der Flummi darf auch gern sich hart...
finde das aber immer schön, dass das jetzt sogar mittlerweile Leute bei mir im Stream sagen, wenn sie sich verabschieden. Bei welchem Stream? Bei mir. Ja. Sagen die auch Handy für die Bettdecke? Ja. Letztens hat Pixel sich damit verabschiedet. Du hast sie von hinten berührt, die Spitnickel. Wieso kann denn eine Schnecke austreten? Womit denn auch? Mit ihrem Schleim. Der Kloake. Mit ihrem gewaltigen Hinterleib. Sie da runtergeschlagen. Ich gesehen. Also ich würde sagen, Level Design ist vielleicht so eine 9 von 10. Und die Steuerung eine 2. Links ist das halt mit 3. Ich weiß. Ah, kommen wir nicht hoch. Ja. Flatter doch da hoch. Kann ich nicht, ich habe keinen Flatterkopf. Aber du kannst doch trotzdem hoch. Von hier. Kann ich mich fragen, ob man unendlich Leben hat? Nein. Nein. Dafür sammeln sie die Ballons ab und zu ein. Es gibt keine Anzeige im Display, deswegen. Was ist, wenn man kein Leben mehr hat? Dann kannst du dich nicht mehr zurückholen. Und dann? Du musst das Level von vorne machen. Das ist die ganze Strafe? Ja. Reicht doch. Nach jedem Level wird gespeichert, aber die sind sehr lang, die Level. Ach, ich komme nicht so hoch ohne Dixie. Komm mal her wieder. Ja. Ich werde von Schnecken getötet. Ja, mal innerhalb einer Welt. Ja, die. Ja, links, ich glaube, das wird jetzt erklärt. Links hoch, links hoch. Links. Genau, da steht bei Dixie A, aber nur solange wir noch Leben da sind, danach geht das nicht mehr. Da hat doch überhaupt nichts gesehen. Welcher ist hingeflogen? Wer ist noch da eigentlich alles? Katafi und Black und. Und Red. Ah, sehr gut. Red Brook! Das sind die treuen Fans, die doch schon sagen, teuren Fans. Die Kerntruppe. Die nicht Samstag schon so früh ins Bett gehen. Wir haben noch 5 Zuschauer. Das ist auch schön. Nee, wer sind die anderen beiden? Die sind stumm. Es gibt immer ein, zwei Stimmen zu schauen. Wo muss ich dann fragen, wer ist das? Könnte das sein? Da gibt es die, die schreiben, wo man sich genauso fragt, wer ist das? Da könnte das sein. Hä? Mann, ich wollte überhaupt noch gar nicht abspringen. Jetzt bin ich schon wieder tot. Du bist ein Hater. Nee, ich bin kein Hater. Die Steuerung ist ein Hater. Nein! Ah! Komisch, dass du da nicht rausgekommen bist, obwohl du da rausspringen wolltest. Ich würde sagen, das lag an der Steuerung. Ich würde wirklich sagen, das lag an der Steuerung. Ich glaube, wir können dieses Spiel nicht weiterspielen. Du musst dich in den Griff kriegen. Nein, wieso denn nicht? Die sollen meinen Pitch. Wie hast du das denn eigentlich geschafft, 3 Donkey Kong Country Spiele durchzumachen? Das ist eine Steuerung, die viel gepriesen ist. Die sagen, manche Leute bevorzugen vor jeder Mario-Steuerung. Weil ja, so weil das manche Leute machen. Manche Leute mögen auch lieber die AfD wählen. Was ist denn das für ein scheiß Argument jetzt? Also, das war wirklich nicht gut, lieber. Da muss ich vom Recht gehen. Ich habe nicht erst Bieber kritisiert. Aber ich. Aber wo gibst du mir jetzt Recht? Also haben wir jetzt das Puzzleteil, das wir eben wieder gesammelt haben, oder nicht? Wird das gespeichert? Guck doch einfach oben. Geh doch kurz hoch und schau. Ja, aber ich kann den, dann muss ich ihn jetzt hier Tim überreden, ganz zurückzulaufen. Er kann dir auf deinen Rücken springen und dann kannst du das machen. Ja. Genau da. Ja, das habt ihr. Das wir dann also ihr braucht gut Teil nur einmal einsammeln, ja. Egal ob ihr danach sterbt oder nicht. Das ist eine sehr gute Frage, Leck. Ich hab das auch noch nicht geschafft. Bin tot. Was denn? Er fragt jetzt wegen meinem Kommentar, es gibt immer ein, zwei stumme Zuschauer, wie er das auf seinem Kanal schafft, ohne das Charisma von Benny oder die Kompetenz des Kaninchens. Ich bin erstaunlich, dass die Erwähnung von Tim komplett fehlt. Ich bin ja nicht erstaunt. Ah, nein, das schiebt er noch hinterher. Tim macht die Comedy. Ich mach die. Ha! Puh, das Comedy Gold. Was ist jetzt? Warte, jetzt kommt. Ich will lieber eine Banane als eine Bananenmünze. Ich kann gar nichts bekommen. Guck mal, wie geil wir durch die Bäume ballern. Wo kommen jetzt eigentlich die. Stopp, nicht da rein. Wo kommen jetzt eigentlich die Stelle, wo wir gestorben sind? Komm da hoch, flieg da hoch. Bei meinen Twitch-Streams habe ich immer. 3 oder 4 Bosse. Das ist schon längst vorbei. Und stopp, bevor der reingeht, da unten das Ding kaputt machen. Ja, aber er ist noch ganz da oben. Noch höher. Oh. Ja. Das wäre eine Grammophon wie. Das ist noch ein Secret Exit. Oh, aber das ist knapp. Mach das mal da unten, das ist kaputt. Nein! Dann kommen wir da nicht mehr hoch. Kommt ihr nicht? Wenn ich Illusion habe. Nein, da ist wahrscheinlich. Und wenn ist da eine Bananenstau da drin? Nein, da unten ist wahrscheinlich noch so ein Level, weil die sind. Ich will nur noch Puzzleteile. Oh, das ist bestimmt da unten drin, weil das ist dafür da, dass man hier oben hochkommt. Das ist das Ende vom Level. Das
Siehst du, da kommst du raus. Was ist los mit dir? Das ist ein zähes Spiel. Ist das lang oder kurz? Sehr lang. Was? Ja. Es geht. Sechs Stunden. Also nicht so lang wie Hollow Knight? Nein. Nee. Ja, Katja, wie auf. Kommt zu mir, gehe ich gerne mal ein. Köln ist nicht so weit weg. Und was verschlägt... Ich verstehe das jetzt mal absichtlich. Was verschlägt Mr. Kadhafi nach Köln? Mag er das erzählen? Weiß das jemand? Erzählt das einfach ohne... Ich habe das Video nicht geguckt. Erzählt er bestimmt auch nicht im Video. Wir spielen jetzt diese eine Welt auf jeden Fall fertig. Und dann gucken wir mal, ob überhaupt noch irgendwas geht. Oh, das ist wunderschön. Wunderschön. Ich frage, ob jemand Hollow Knight für ihn übernimmt. Musst du wieder ins Tiefnest rein? Ich glaube, er muss wieder ins Tiefnest rein, damit er nicht rein. Okay, das war. Also wenn ich das Switch hätte, dann würde ich mir noch Hollow Knight holen. Oh, das Switch, Hollow Knight ist so toll. Wie weit bist du denn ungefähr, Mr. Kadhafi? Was machst du hier? Ich muss jetzt als nächstes. Fragst du mich schon wieder? Es ist wieder weiter als ich muss wieder nachholen. Wieso rennst du so schnell weg? Hä? Ich will doch nur Bananen einsammeln. Was ist denn da schon wieder verkehrt jetzt? Er erzählt es tatsächlich im Video. Grund ist, er kriegt da einen besseren Job. Und wird möglicherweise per Beamte, wenn er sich gut anstellt. Oh, das ist nice. Das ist doch mal schön. Sehr gut. Genau. Dann stell dich gut an und Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Das sind nochmal Aussichten. Ein Träumer ist erweckt und zum zweiten kommt er nicht hin, weil er im Tiefnest ist. Okay. Ah, aber dann macht er jetzt den dritten. Ich habe den im Tiefnest auch als letztes gemacht. Auf mich immer wieder auf die Schultern zu nehmen. Guck mal, wie ich da stehe. Ja, wäre schön, wenn du das K einsammelst. Wie cool ich da stehe. Und Leck meint, das ist kein Problem. Donkey Kong Country Tropical Freeze spielt ja heute Nacht an einem Stück durch. Ist auch nicht länger als Resi 2. Oh, da kannst du ziehen. Guck dir das an. Resi 2 hätte ist alles so toll. Gar nicht so lange brauchen müssen tatsächlich. Ja, aber Resi 2 ist denn das hier schon wieder für eine Manöverkritik? Nicht erst so spät. Ich will dich mal sehen mit Zuschauern nach 11 Stunden, die du noch irgendeinen Tyrant besiegst. Ja, das Ende war ein bisschen kläglich. Das war auch ganz okay. Ein Puzzleteil. Wir waren sehr gründlich. Wo ist das Puzzleteil? Ja, das kann ich euch zutreiben. Aber übrigens, ich hatte tatsächlich vor. Haben wir das Puzzleteil eingesammelt? Ja, wenn ich Zeit gehabt hätte, direkt die Woche danach Resident Evil 2 in der Originalversion. Den Tiefnis hat er schon. Ja, dann sind die anderen doch einfach. Ist doch alles gut, Kata. Ich fand den Tiefnest auch nicht schwerer als die anderen. Ich bin noch gar nicht so weit. Hast du denn? Es wäre gut, wenn das Donkey Kong insgesamt hätte, das Herz. Aber da ist noch eins. Nee, das ist ein Ball. Ich hatte einfach die Woche nicht die Zeit. Ich habe drei Spiele durchgespielt, das muss reichen. Hollow Knight, Lost Winds und MarioWare auf der Wii U. MarioWare kann man nicht. Ja. Doch, du kannst alle Modi freischalten, wofür du erstmal alle Minispiele finden musst und in jedem Modus so und so viele Punkte haben musst. Da ich den DS-Teil bis zum Abwinken gespielt hatte, habe ich das ganz gut hinbekommen. Und den Wii-Teil, den fand ich großartig. Ja. Man einfach kam, it's a Wii, Wario, wahaha. Das war toll. Scheiß mal die Wette. Das hat mich immer gefreut. Was war denn das andere Spiel, das du noch... Achso, Shovel Knight hat er schon verloren. Shovel Knight. Was mach ich hier? Boah. Alles zum Einschluss. Shovel Knight wäre übrigens auch ein tolles Spiel, wo ich mir überlege, wenn ich das tatsächlich Let's Playen sollte, dass ich dann vielleicht Plague of Shadows oder Spectre of Torment spiele. Weil ja. Das Original habe ich ja schon durch. Kennt man ja auch jetzt dann schon. Und die oh, anderen nicht unbedingt. Ja, die anderen werden gar nicht so häufig das Play, glaube ich. Eben. Eben, deswegen werden vielleicht interessanter sowieso. Und da bald kommt ja sowieso King of Cards noch. Das letzte Update quasi, das umsonst auch für alle Leute. Das ist so krass, was die an Content nachmachen, ne? Ja, aber die haben ja auch ordentlich verdient. Also, die haben ja tatsächlich. Ja, das ist da unten. So viel. Ja, trotzdem. Also, EA hat sowas nicht gemacht. EA ist auch nicht Kickstarter worden. Ja, das ist schon genial. Was ist dieses Shovel Knight Spiel, was demnächst rauskommt, die nächsten Tage? Die nächsten Tage, das dauert noch ein bisschen. Nein, das ist nicht das, was du magst. Es kommt irgendein Arena-Multiplayer irgendwas. Ich dachte, das kommt zusammen mit King of Cards. Oh, das kommt jetzt nächste Woche oder so. Echt schon? Das ist so ein quasi, stellt euch da vor... Da links war noch was, sagt man.
Ihr habt links was verpasst. Oh Gott, das kann ja aber ultra lang her. Wo auch immer das war. Links irgendwo. Ja, das ist jedes Level nochmal spielen. Nein, das machen wir nicht. Ja gut, Kater, wenn ich nachgeholt habe, dann kann ich dir vielleicht nachhelfen. Smash, vielleicht auch nicht. Es ist quasi so ein ich bin auch nicht besser, Smash Brothers, also eine Art Smash Brothers mit den Knights von Shovel Knight eben, die man besiegen muss. Also ja. Ist ganz nett, denke ich. Kann ich mir vorstellen. Wobei ich mich frage, nach welchem Prinzip sie die Knights ausgewählt haben, die dann letztlich einen eigenen Spielmodus bekommen haben. Vielleicht nach Beliebtheit auf Twitter. Naja, ist. Wobei es sind echt. Also, es ist. Ja, Spectre und King Knight sind natürlich ziemlich am Anfang und Clark Knight kommt, glaube ich, auch bald. Was war denn dein Lieblingsboss? Ich fand sie alle furchtbar. Warum hat das Spiel sie jetzt? Kann man auch toll zu zweit spielen. Blade Knight ist ganz niedlich mit seinem großen Schnabel, aber ansonsten. Habe ich immer als Let's Play considered, schau mal. Waren sie alle reichlich nervig. Fandst du Tinker Knight nicht gut? Nur die erste Version. Die war niedlich. Wir können Cuphead spielen, wenn es für die Switch kommt. Oh ja! Cuphead. Das würde ich mir gerne angucken. Ja, vor allen Dingen, weil es so schwer ist, dass ich nicht glaube, dass ihr so weit kommt. Ich kann mich an sowas festbeißen. Mir auch. Ja, das würde ich gerne mal sehen, weil selbst spielen kann ich es nicht, weil es mir definitiv zu schwer ist. Ich habe da nicht den Skill für. Aber ich würde es gerne Hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Allerdings habe ich das schon für Steam. Ich will immer nicht doppelt kaufen.